Also willkommen Lisa, willkommen Lukas, zu unserem Abend Klein, aber Oho, arbeitenden Startups und kleinen mittelständischen Unternehmen. Ich bin Simon Häusler vom VBio, Assistent in der Geschäftsstelle, die der Carsten leitet, der hier auch mit anwesend ist. Der VBio selbst ist ein Dachverband. Wir haben circa 25 biowissenschaftliche Fachgesellschaften. Ein paar davon kennt ihr vielleicht. Die Gesellschaft für Entwicklungsbiologie oder die Gesellschaft für Genetik sind so große, die man vielleicht schon mal gehört hat. Wir haben 16 Landesverbände quasi also in allen Bundesländern vertreten, mehr oder weniger stark, je nachdem, wie motiviert da die Leute sich beteiligen in ihrer Arbeit. Wir sind ein Verband und funktionieren mit zwei Geschäftsstellen, eine in Berlin, eine in München. Sind da jeweils zwei Hauptamtliche und der Rest des Verbands läuft ja wie in einem Verein eben über ehrenamtliche Arbeit. Und wir haben verschiedene Arbeitsfelder: Wissenschaft, Bildung, Kommunikation, Nachhaltigkeit, Biomedizin und Gesundheit. Der VBio ist politisch, ideologisch, wirtschaftlich unabhängig. Wirtschaftlich sind wir abhängig von unseren Mitgliedern, weswegen wir uns immer freuen, neue begrüßen zu dürfen. Wir beraten Entscheidungsträger aus der Politik, Behörden, Wirtschaft und Wissenschaft, versuchen dabei sachlich zu sein und unabhängig, und das eben in Fragen mit biologischer Relevanz. Wir haben sehr viele kommende Berufsfeld-Infoabende und Softskill-Kurse jetzt im Herbst 2023 noch. Am 11. Oktober ist so ein Abend, ist ein Softskill-Kurs. Da geht es ein bisschen um Persönlichkeitsprofile, wie kommuniziere ich, was bin ich überhaupt für ein Kommunikationstyp. Soft Skills, die vielleicht unter Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler manchmal etwas, naja, sage ich mal, unterentwickelt sind. Wir beschäftigen uns viel mit wissenschaftlichen Details und wenig mit uns selber und unserer Persönlichkeit. Und tatsächlich hilft es auch in der Jobsuche später, dann einfach auch wirklich was zu finden, was zu einem passt. Am Mittwoch, den 18. Oktober, quasi, wenn dann auch alle Unis irgendwann mal angefangen haben, gibt Carsten hier, mein Chef, ein Kurs Bio studieren und was dann? Strategische Überlegungen für dein Biologiestudium. Also fangt euch so früh wie möglich an, also ohne Panik, Gedanken zu machen, wo will ich eigentlich hin im Leben mit diesem Studium? Dann im November haben wir einen Abend zum Thema Bioinformatik. Es gibt inzwischen viele Studiengänge, aber auch Biologen und Biologinnen können da quer einsteigen. Christian Fischer wird da zu Gast sein, auch ein früherer Kollege aus meinem Labor, heute tätig bei Lonza in der Schweiz. Und dann haben wir am 29. November mal wieder das Format Erfolgreich im Job auch ohne Doktortitel. Das ist, denke ich, für alle interessant, weil das sind mit die häufigsten Fragen, die wir an diesen Abenden bekommen. Ganz kurz, wenn ihr euch mal eine Perspektive schaffen wollt, schaut euch diese Publikation vom VBio an. Hier sind viele verschiedene Tätigkeitsfelder schön aufgeführt, circa 80 Lebensläufe, die Leute sehr offen und sehr persönlich und ehrlich auch für uns geschrieben haben. Da sind Kontaktmöglichkeiten drin. Ihr könnt quasi die Leute, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, die haben da ihre Kontaktdaten reingeschrieben, ihr könnt die anschreiben. Das ist zur Orientierung wirklich ein schönes Buch und ein kostenloses Begrüßungsgeschenk, wenn ihr euch entscheidet, bei uns Mitglied zu werden. Das kostet für gewöhnlich 14 Euro, eine Jahresmitgliedschaft für Studierende, Promovierende kostet 35. Also tut euch und dem VBio was Gutes, unterstützt uns durch eure Arbeit oder auch eure Mitgliedschaft bei uns. Und habe Teil am größten Netzwerk der Biowissenschaften in Deutschland. Wir haben wöchentliche Newsletter, ein bisschen kriegt man da was mit, was passiert überhaupt in den Biowissenschaften. Wir haben eine schöne Zeitung, die Biologie in unserer Zeit. Genau. Und schaut mal vorbei, auch bei vbio.de gibt es viele interessante Sachen. Und ja, jetzt würde ich an Lukas übergeben. Der wird uns dann jetzt was über das Arbeiten in einem Startup erzählen. Gerne. Ich bereite mich schon mal vor hier.
So, müsste alles passen, oder? Ja, Okay, sieht sieht super. gut aus. Ja, meinen Namen habt ihr schon gehört, den müsst ihr nicht nochmal hören. Ich werde euch ein bisschen was darüber erzählen, wie es so ist, in einem Startup zu arbeiten und wie ich da hingekommen bin. Und da fangen wir dann einfach mal an, wie bin ich da hingekommen? Was ist mein Werdegang? Und ich habe mit dem Bachelor of Biology angefangen in Mainz und bin danach nach München gegangen. Also wie ihr euch sicher denken könnt, der Simon kennt mich von da. Und ja, ich habe da auch einen Master of Biology gemacht und habe mich da auf Genetik und Computational Biology spezialisiert und ich habe da meine Masterarbeit bei Wolfgang Ehnert und Ines Hellmann gemacht. Vielleicht kennt der ein oder andere die. Und da habe ich mit Machine Learning gearbeitet und RNA Sequencing Data. Da habe ich dann so meine ersten bioinformatischen Erfahrungen gemacht. Muss man dazu sagen, ich bin im Moment Bioinformatiker und Molekularbiologe. Ich habe mich so ein bisschen auf beide Sachen spezialisiert. Und dann 2018 bin ich nach Dresden gewechselt, wo ich immer noch bin, um einen PhD zu machen. Also ursprünglich bin ich da eigentlich nur hingegangen, weil ich mir das Programm angucken wollte, das PhD-Programm. Ich habe eigentlich gar nicht gedacht, ich finde da was, aber dann habe ich wirklich tolles Projekt unterbreitet bekommen vom Frank Buchholz, wo alle Sachen drin waren, denen ich interessiert war, Long-Read Sequencing und Deep Learning. Und dann habe ich da gleich zugeschlagen und dazu kam dann auch noch Directed Evolution, worauf diese Arbeitsgruppe quasi spezialisiert ist. Damals wusste ich gar nicht, was das ist. Mittlerweile gab es da ja auch schon einen Nobelpreis zu. Die Frances Arnold hat einen für Directed Evolution gewonnen. Und da bin ich jetzt seit 2018 bis 2022 gewesen und habe dann da auch noch einen Wrap-up-Postdoc gemacht, um meine Publikation fertig zu machen. Genau, und dann bin ich in den Startup gewechselt, in Seamless Therapeutics oder Therapeutics, wenn man das auf Deutsch macht und der Name auf Englisch ist, das verwirrt. Genau, da bin ich jetzt Senior Data Scientist seit Anfang diesen Jahres. Was habe ich in meinem PhD gemacht? Wie kam es dazu, dass ich dann auch im Endeffekt da in dem Startup gearbeitet habe? Weil das Thema ist natürlich sehr wichtig bei so einem Startup. Was für eine Expertise hast du? Und ich muss dazu sagen, dieser Startup, der kommt aus unserer Arbeitsgruppe. Und daher ist das Thema, was ich im PhD hatte, sehr relevant für den Startup gewesen. In meinem Projekt, so wie in vielen Projekten von der Arbeitsgruppe, der Buchholz-Arbeitsgruppe, geht es um Rekombinasen. Rekombinasen sind sehr coole Enzyme, die man für Genomeditierung benutzen kann. Ihr kennt vielleicht Cre, LoxP. Das ist so ein ganz gängiges System, was sehr viel benutzt wird bei Mäusen, um Conditional Knockouts zu machen. Hier seht ihr so ein kleines Video, wie die gelben Rekombinasenenzyme sich an Zielsequenz binden, an der DNA und dann das Stück ausschneiden zwischen den DNA-Stücken. Diese Rekombinasen können nicht nur ausschneiden, die können auch DNA invertieren, DNA einfügen und DNA austauschen, je nachdem, wie die Zielsequenz ausgerichtet ist. Und das ist natürlich ein sehr attraktives Enzym für Gentherapien. Und das war auch das, was wir dann gemacht haben. Also wir haben diese Enzyme entwickelt für bestimmte gentherapeutische Anwendungen, zum Beispiel ein HIV-Provirus auszuschneiden. Und das Problem hierbei ist, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel von Cre reden, das ist wirklich nur auf der Zielsequenz LoxP aktiv. Und deswegen müssen wir das Enzym verändern. Und das Enzym ist sehr komplex. Wir verstehen das noch nicht so richtig und die einzige Möglichkeit, die wir haben, das Enzym anzupassen, ist Directed Evolution, wie ich vorhin schon erwähnt hatte. Das ist sehr vergleichbar mit der natürlichen Evolution, also in der natürlichen Evolution. Der Vorgänger vom Mensch, der Affen ähnlich war,
hat sich so langsam in den Mensch entwickelt, einfach weil er höhere Überlebenschancen hat. Und genauso versuchen wir das auch bei den Molekülen zu machen. Also wir zwingen die sozusagen, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Und was wir natürlich daran interessiert sind, ist, dass sich die Zielsequenz ändert. Was man da macht, man nimmt dann das ursprüngliche Enzym, zum Beispiel CRE, und man verändert so langsam die Zielsequenz. Also man verändert eine Base und dann macht man mehrere Zyklen der direkten Evolution. Und dann verändert sich das Enzym, es wird immer aktiver auf dieser neuen Zielsequenz. Und dann verändert man noch eine Base und noch eine Base. Und am Ende hat man da ganz viele Rekombinasen, die aktiv sind auf der neuen Zielsequenz, die wir dann verwenden könnten für Gentherapie. Es hat nur einen großen Nachteil, dieser Prozess ist recht langwierig und arbeitsintensiv. Und wir versuchen da immer, das ein bisschen zu optimieren. Und ein Weg, das zu optimieren, war mein Projekt, quasi einen Teil der Evolution zu umgehen mit intelligenten Vorhersagen. Ganz spezifisch mit Deep Learning quasi Proteine vorherzusagen, die das dann machen können, was wir haben wollen. Und mein Projekt ging quasi darum, dass ich diese ganzen Rekombinasen, die wir schon evolviert hatten, also es waren auch schon so 100 Libraries oder so, so eine Library sind dann immer so 100.000 bis 1 Million verschiedene Rekombinasen. Und die, da habe ich dann diese 100 Libraries habe ich sequenziert mit PacBio Sequencing, das ist eine Long-Read-Sequenzier-Technologie. Und aus den Sequenzdaten konnte ich dann Proteinsequenzen machen und die habe ich dann natürlich zur Zielsequenz zugeordnet. Und damit habe ich dann ein Machine Learning, ein Deep Learning Modell trainiert, mit dem ich dann tatsächlich später Vorhersagen gemacht habe. Ich habe dem Modell eine neue Zielsequenz gegeben und das Modell hat mir dann mehrere Proteinsequenzen vorgeschlagen, die dort funktionieren können. Das habe ich auch experimentell validiert und tatsächlich mehrere Rekombinasen gefunden, die auch funktioniert haben, die wir quasi komplett synthetisch hergestellt hatten. Und dieses Modell hat diverse Limitationen, natürlich ist nicht super mächtig, aber es ist auf jeden Fall eine Neuheit, eine Errungenschaft, einfach deswegen, weil es noch kein Modell gab, so kein Deep Learning Modell bisher, was aufgrund von einer DNA-Sequenz neue Proteinsequenzen herstellen konnte. Und ja, das ist dann auch im Endeffekt eine Publikation geworden. Und das auch mit der Grund, warum ich eingestellt worden bin im Startup. Genau. Apropos Startup, ich bin dann Anfang diesen Jahres zu Seamless gewechselt. Das ist hier mal so eine Headline, die dann rauskam, als wir öffentlich gegangen sind im März. Da Gentherapie, das zieht natürlich viel Geld an, das ist ein wichtiges Thema. Und da hatten wir, glaube ich, ganz Glück, dass so viel Geld dann doch bei rumkam. Genau, ich bin dann Anfang des Jahres mit dem offiziellen Start der Firma beigetreten und dort mache ich quasi mein PhD-Projekt weiter oder ich mache eine Neuauflage davon mit mehr Ressourcen, einem größeren Team, mehr Geräten, alles einfach Version 2, besser, größer, schneller. Und aber das wird jetzt auch wieder ein paar Jahre dauern. Also mein PhD hat ja 4 Jahre gedauert und das wird garantiert auch nochmal 3, 4 Jahre dauern. Und in der Zwischenzeit bin ich viel damit beschäftigt, Patente zu schreiben mit einem Patentanwalt von Resultaten oder Methoden. Ich bin aber auch viel involviert in ganz vielen anderen Projekten, wo ich quasi bioinformatische Unterstützung leiste oder mit meinen Sequenzier, was heißt Fähigkeiten, Erfahrungen mithelfen kann, beziehungsweise auch aktiv mitmache. Genau. Und wie ist es denn so im Startup? Also was mir als erstes so im Blick fällt, ist, dass man sehr flexibel und anpassbar sein muss. Das liegt daran, dass wir einfach noch nicht mal ein Jahr alt sind. Uns ändert sich wirklich viel. Also andauernd werden neue Protokolle gemacht, werden neue Prozesse gemacht, neue Arten der Kommunikation, neue Geräte, neue Mitarbeiter. Also da verändert sich extrem viel.
Für manche vielleicht nicht das Beste. Ich finde es extrem aufregend. Es gefällt mir sehr gut. Da ich ja technisch gesehen immer noch am selben Projekt arbeite, finde ich das gut, dass da wenigstens was irgendwas sich verändert hat. Und man muss auch dazu sagen, dass wir technisch gesehen auch immer noch die Labore direkt neben den Laboren von der Universität sind. Und ja, wir noch nicht so wirklich weit weggezogen sind. Das kommt dann irgendwann noch in der Zukunft. Kommunikation ist bei uns sehr wichtig. Wie gesagt, wir haben neue Mitarbeiter. Wir arbeiten viel im Team. Das ist so der nächste Punkt. Und da ist es wirklich wichtig, dass man sich austauscht. Kommunikation heißt zum Beispiel auch Protokolle und Laborarbeit. Wie wird das kommuniziert? Und wir sind auf ein elektronisches Laborbuchsystem umgestiegen. Der Prozess des Umstiegs ist auch sehr aufwendig gewesen, aber wirklich lohnenswert, da wir jetzt zentral alles dokumentiert haben und jederzeit nachgucken können, wie was gelaufen ist und können daraufhin neue Projekte planen zum Beispiel. Wir benutzen auch viel Microsoft Teams zum Beispiel, es wird in vielen Firmen benutzt. Und das ist wirklich für mich zumindest sehr wichtig. Da geht viel Kommunikation drüber. Da kann man direkt chatten, da kann man auch Posts machen, da wird dann Informationen gespeichert, die man langfristig angucken muss. Und da werden auch die Dateien gespeichert und alles. Und es macht wirklich viel einfacher, auch wenn Microsoft manchmal ein bisschen nervig sein kann. Externe Services. Ja, was mir auch aufgefallen ist, dass wir versuchen wirklich, das geht so ein bisschen mit Scale und Speed zusammen, wirklich versuchen, Ressourcen zu sparen, also interne Ressourcen. Ich rede nicht von Geld, ich rede von Personen und Arbeitskräften. Und wenn wir irgendwas outsourcen können, dann machen wir das. Zum Beispiel, anstatt klonieren, schicken wir das einfach einer Firma und die macht es für uns. Also kleine Klonierarbeiten machen wir selber, aber wenn es jetzt darum geht, ein neues Plasmid zu erstellen oder so, dann schreibe ich eine Firma und die machen das dann für mich. Das kostet einen Haufen Geld, aber das ist uns wert. Also es ist wirklich eine andere Einstellung. In der Uni war es so, dass wir, also ging's, wir waren nicht arm, aber wir hatten, da kann man nicht einfach alles bestellen. Also da muss man schon ein bisschen aufs Geld gucken und Geld sinnvoll ausgeben. Und hier ist Geld zwar, spielt zwar auch eine Rolle, aber weniger. Also hier geht es mehr darum, können wir es schnell machen, effizient, können wir Arbeitskräfte sparen und das irgendwie anders machen. Und es muss halt einfach alles schnell gehen. Also gerade in diesem Feld der Gentherapie ist sehr, sehr viel Wettkampf und da müssen wir Ergebnisse liefern. Dann noch ein ganz großes Thema, was ich am Ende von meiner Doktorarbeit schon gemerkt habe, Confidentiality. Obwohl der Startup noch gar nicht richtig existiert hatte, gab es schon Bedenken, können wir diese Daten publizieren oder nicht. Das ist immer so eine Sache. Also man darf wirklich nicht über viel reden, was man so macht. Also so spezifische Details oder so darf ich gar nicht preisgeben. Da Wissen und Daten sind nun mal die Währung der Firma. Also wenn wir das nicht haben, das könnte auch irgendeine andere Firma machen. Wissen ist wirklich, wirklich wichtig für ein Startup generell und deswegen sind da relativ harte Regeln und auch wenn du jetzt publizierst und du arbeitest mit einem Startup zusammen oder so oder es ist ja Startup verwandt oder so, dann kann es sein, dass du halt Probleme hast, irgendwelche Daten online zu machen, die du vielleicht online machen musst für eine Publikation. Also es ist dann vielleicht ein Negativ, wenn man das mag in der Universität, dass man einfach immer alles teilt, dann ist das vielleicht nicht das Richtige, in die Industrie zu gehen. Ja, dann, wie sieht so mein tägliches Leben aus? Ich bin vor kurzem ein neues Büro umgezogen. Das Büro ist ein anderes Gebäude als das Labor. Und für mich heißt es derzeit, ich muss öfters mal aufs Fahrrad und rüberfahren ins Labor und dann mit Leuten reden. Und dann sitze ich mal wieder eine Woche im Büro oder so. Und, also viel, viel Bewegung. Aber auch viele E-Mails und Nachrichten, wenig Laborarbeit tatsächlich. Also ich habe früher so 50-50 gearbeitet, 50% bioanalytisch am Computer oder halt Projektplanung oder was weiß ich und dann 50% im Labor klonieren und solche Sachen. Und mittlerweile sieht es mehr so aus, dass ich so 90, 95% am Computer bin. Mir gefällt es, ich
habe schon genug Laborarbeit gemacht mittlerweile. Ich habe dafür jetzt einen technischen Assistenten, der die Laborarbeit macht. Bin ich auch sehr froh drum. Mit dem arbeite ich sehr gern und ja, mit dem berede ich mich zum Beispiel sehr viel. Ja, diverse Besprechungen. Es gibt Tage, da kommt man nicht so viel zum Arbeiten. Da sind viele Besprechungen und andere Tage, da ist es gut, da hat man keine Besprechung. Aber wir machen auch Besprechungen, machen wir auch ganz, ja, gefallen mir auch ganz gut, würde ich sagen. Ja, und generell würde ich es nochmal machen. Gefällt es mir? Definitiv. Also, ich finde es total toll, dass es so aufregend ist. Ich finde es auch toll zu sehen, wie die Firma sich entwickelt, dass ich ein Teil davon bin. Da ich so früh da bin, da wir nur 20 Leute sind im Moment, hat halt viele meiner Entscheidungen haben halt großen Einfluss auf die Firma und das gefällt mir sehr gut. Also, wenn ich jetzt in einer größeren Firma war, ich hätte ein Angebot gehabt für eine Firma, die war ein bisschen größerer Startup mit 200 und so, das wäre mit Sicherheit auch interessant gewesen, aber da hätte ich weniger Einfluss gehabt. Da wäre ich ein bisschen mehr untergegangen und hier habe ich den Vorteil, da habe ich gleich eine höhere Position, bin Projektleiter, was natürlich auch daran liegt, dass ich halt schon die Leute kannte und mit dem Thema gearbeitet habe und direkt von der Uni quasi bin kaum umgezogen. Ja. So, das war so das, was ich mir so denken konnte, was ihr vielleicht hören wollt. Vielleicht habt ihr ja selber noch ein paar Fragen, könnt ihr ja ins Q&A reinmachen. Und ich weiß gar nicht, kann ich die hier aufmachen? Seht ihr die jetzt? Vielleicht ist es auch nicht Nee, schlecht. Seht ihr? das ganze Zoom-Menü sieht man leider nie. Kann ich das hier Aber aufschalten? ich moderiere die gerne So, ich habe die an. hier so auf der Seite. Ja, du Genau. kannst sie auch gerne moderieren. Mach mal deinen Job. Genau, dann habe ich auch ein bisschen was zu tun, danke. Ja, danke erstmal für den Einblick. Ja, vielleicht share ich erstmal, mache ich erstmal Stop hier so. Genau, dann Okay, dann sieht man uns sieht auch man ein bisschen besser. mehr. Genau. Genau. Die erste Frage ist zu deinem allerersten Teil. Was ist ein Wrap-up-Postdoc? Das ist für mich so ein ganz normaler Begriff, den wir irgendwie alle benutzen. Ja, Wrap-up Postdoc ist einfach, du machst noch ein paar Monate weiter, du kriegst aber Postdoc-Gehalt, also. Anstatt dass also ich bin quasi fertig mit dem PhD und dann kriege ich Postdoc-Gehalt und ich mache halt noch meine Publikation fertig, helfe noch hier und da so. Und ist auch ein bisschen blöd, wenn man so direkt nach der Defense so geht. Ne? Meistens hat man dann eh voll Stress mit der Defense und dann hat man auch gar keine Zeit, so richtig alles so zusammen abzuwickeln und Projekte zu übergeben und so. Und da ist dann so ein Wrap-up-Postdoc ganz gut. Genau. Also es gibt ja das Gegenbeispiel, man wird in die Arbeitslosigkeit entlassen, um dann seine Thesis zu schreiben. Also bei Also gibt's so und so. ja, also da muss ich sagen, da habe ich einfach Glück gehabt, dass ich in einem Labor war, wo das Geld da ist, wo das generell so gemacht wird. Es ist nicht gegeben. Also es gibt auch von unserem PhD-Programm, in dem ich drin war, gibt es da auch Unterstützung. Also wenn man jetzt nach einem PhD sucht oder so, würde ich empfehlen, wenn die ein PhD-Programm haben, da gibt es meistens dann Fördergelder oder so, selbst wenn ein Labor nicht bezahlen kann. Dann gibt es dann so ein bisschen Stipendium oder so, da kannst du es noch überbrücken. Das ist nicht schlecht. Das ist ein guter Tipp. Dann, was den meisten unter den Nägeln brennt. Wie immer, nach deiner Erfahrung, wird im Startup verstärkt nach PhDs gesucht oder wechseln auch bereits nach Masterabschluss Leute ins Startup? Also, ich kann das nicht genau sagen, weil ich nicht so viel Erfahrung habe, aber ich habe das Gefühl, in den USA kann man direkt nach dem Master super gut oder halt nach dem Bachelor kann man da einsteigen und sich gut entwickeln. Und hier in Deutschland zumindest kenne ich zwei Leute, die nach dem Master eingestiegen sind und die steigen dann als technische Assistenten ein und die stecken dann so ein bisschen fest manchmal. Also es ändert sich, es wird besser und ich habe das Gefühl, dass es sich lohnt. Also wir haben mein technischer, also der mit mir zusammenarbeitet, der technische Assistent. Der hat einen Master und ich finde den extrem kompetent. Und ich bin dafür, dass der halt auch dann eine höhere Position irgendwann einnimmt. Und so ist es eigentlich auch gedacht bei uns.
Bei anderen Firmen kann das anders aussehen und es kommt auch wirklich darauf an, welchen Job du da machst, ne? Weil, und wie die Lage von der Firma ist. Weil im Moment zum Beispiel die Biotech-Branche bisschen schwierig, nicht so viel Geld da. Und dann kann es sein, dass halt einfach nicht befördert wird oder wir brauchen einfach die Arbeit, die jetzt ist. Wir brauchen keine Veränderung. Bei uns ist es anders. Wir sind gerade im Aufschwung. Da verändert sich viel. Also wenn du als Master einsteigst, dann würde ich empfehlen, in einem jungen Startup einzusteigen. Da kann es schon eher sein, dass man dann mit der Firma mitwächst als ja. Aber ansonsten mit dem PhD steht man da ein bisschen besser da. Da kommt man schon eher so, wird man direkt als Wissenschaftler eingestellt, nicht als technischer Assistent. Und da ja, ist man dann irgendwann auch Projektleiter, beziehungsweise wenn man so Glück hat wie ich, dass man dann direkt das Thema gehabt hat, kann es sein, dass man auch direkt als Projektleiter eingestellt wird. Okay, vielleicht habe ich es verpasst. Wie viele Leute habt ihr derzeit? 20. 20. Ich habe nicht Und so viel da. Werbung gemacht für die Firma. Du hast gesagt, die soll das nicht machen. Na, das sind ja nur so ein paar Eckdaten. Nee, ich meinte, aber dann gibt es da ein paar Ideengeber, wahrscheinlich jemand, der sich um die Finanzen kümmert. Also, wie ungefähr sieht die Struktur gerade bei euch aus und wie viele Leute davon sind promoviert? Also, vielleicht am. Sehr gute Frage. Habe ich über sowas? Das ist sehr gute Frage. Du kannst da Also noch kurz nachdenken. es gibt natürlich einen Geschäftsführer, der CEO und dann, also Management sozusagen, ist CEO, CSO. Das ist auch einer, der bei uns in der Arbeitsgruppe war, der jetzt quasi die wissenschaftliche Führung übernimmt. Das ist auch Management. Da gibt es einen für Business Development. Und dann gibt es noch externe Leute, die wir, da wir nicht so viel Bedarf haben für Finanzen, zum Beispiel gibt es jemanden. Dann ist die nächste Ebene ist quasi Direktoren. Die sind auch alle aus unserer Arbeitsgruppe noch da. Also mit denen kommt man noch ganz gut hin, weil die kennt man eigentlich alle so. Und die machen so die gröbere Planung von Projekten und auch so ein bisschen so die Aufteilung von wer macht jetzt was für ein Projekt. Aber wie gesagt, wir entwickeln uns gerade noch und so diese Hierarchien, die entwickeln sich gerade so noch aus. Das heißt, es war schon von Anfang an klar, dass ich mein Projekt mache zum Beispiel, und das haben die mir nicht zugeteilt. Dann die Ebene unter den Direktoren, da bin ich, das sind die Wissenschaftler, die Senior Scientists und die sind Projektleiter von diversen Projekten, sind natürlich auch involviert in anderen Projekten. Und dann kommen so die technischen Assistenten, die dann, ja, technische Assistenten und Labormanager und sowas. Das heißt, Direktoren sind drei, Wissenschaftler sind wir vier, werden aber mehr. Also wir haben gerade Stellenausschreibung, könnt ihr mal gucken, wenn ihr wollt. Das ist nochmal ein guter Tipp. Ja, ich glaube, für technische Assistenten haben wir vielleicht auch eine Ausschreibung und ein Projekt, nee, Labormanager-Ausschreibung. Wir kriegen noch einen zweiten Labormanager, so ist zumindest vorgesehen, da haben wir nur einen gerade. Und technische Assistenten, da, ja, was bleibt da übrig von 20 Leuten und dann haben wir so 10, nee, kann nicht sein, weniger, 8. Okay, nee, aber ist ja ein grober Grob, Überblick. Und ja. die TAs sind dann gelernte technische Assistentinnen und teilweise Leute mit Masterabschluss, So, wenn ich das so und so, genau. genau. Okay. Ja, genau. Okay. Die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen sensibel. Du musst nicht keine direkte Antwort geben. Die Frage ist nämlich nach dem Gehalt. Wie ist das Gehalt im Vergleich zur Uni? Vielleicht ist jetzt die etwas gröbere Frage, die du beantworten möchtest. Und sonst gäbe es noch eine speziellere. Wie viel verdient man als Projektleiter in einem Startup? Also, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig immer. Also, ich habe kein Problem darüber, über das Gehalt zu reden. Ich finde, das sollte kein großes Thema sein. Ich werde jetzt nicht sagen, genau wie viel ich verdiene, aber so grob mal. Ich weiß zum Beispiel bei BioNTech, wenn man da als Wissenschaftler anfängt, verdient man so ungefähr 70.000. Bei uns ist das ähnlich. Da gibt es dann noch einen Bonus. Das ist sehr typisch für Startups. Gibt es einen gewissen Prozentsatz Bonus, der von der Leistung der Firma abhängt und von dir selber auch.
Das machen die sehr gerne, weil die sich dann ein bisschen Geld sparen können und dann ein bisschen flexibler sind unterm Jahr. Und dann am Ende wird so, was so überbleibt, wird dann so in die Boni reingesteckt oder anders, anderweitig. Also es ist schon ein bestimmter Prozentsatz und das kann dann bis zu so und so viel Prozent sein. Ja, ich würde sagen, also es kann sein, ich bin zwar Projektleiter, aber ich habe auch erst angefangen. Das heißt, nächstes Jahr verdiene ich vielleicht mehr. Wenn du jetzt irgendwo in der Firma anfängst als Projektleiter, verdient man, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, ist alles noch ganz jung. Und es ist auch wirklich schwierig zu sagen, es ist auch wichtig, wo du arbeitest und so. Aber so die, ja, Postdoc ist so 60.000, glaube ich, im Jahr. Also das wäre so 100% Stelle oder so knapp 58 oder so, weiß ich, muss ich mal nachgucken. Genau, und als so einem Startup oder Industrie sollte man schon, denke ich mal, so 65 verdienen, sonst lohnt es sich nicht wirklich, finde ich. Aber wenn man eine gute Position hat, verdient man eigentlich so 70, Okay. weiß ich nicht. Also, Ne, passt ja schon. Als ja, grobe das. Idee ist es schon mal ganz gut. Genau, das kommt auch immer wirklich darauf an. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, du musst jetzt 70 oder 65 oder irgendwas verdienen. Es gibt da verschiedene Level und es kommt auch immer darauf an. Und man muss vorbedenken, dass ich halt auch schon Erfahrung habe und das muss man immer alles mit einbeziehen. Und dann, ich denke mal so 65, 70 oder so ist ein okayer Wert, den man erwarten sollte vielleicht. Vielleicht Okay. auch mehr, wenn man Glück hat. Dann aus, gut, ich meine, bei dir ist jetzt ein bisschen speziell, weil du halt ein bisschen so reingewachsen bist in die Sache. Es fragt jemand, muss man für das Arbeiten in einem Startup eine ganz spezielle Fähigkeit haben, zum Beispiel Programmieren bei dir, beziehungsweise ein ähnliches Projekt bereits gemacht haben, oder kann man auch quer einsteigen? Also bei dir ist es jetzt ziemlich klar, aber wie ist es bei den anderen vier, drei ProjektleiterInnen, die es bei dir im Team noch gibt? Also wir haben Bioinformatiker ist immer so ein Thema, schwierig zu bekommen, haben eine gute Nachfrage. Und wir haben noch jemanden eingestellt als Projektleiter, Wissenschaftler, der aus der Physik kommt. Also der hat einen Doktor in der Physik gemacht. Und das ist, würde ich mal, ein Quereinstieg nennen. Also, Nee, aber aber ich glaube, sonst. was die Person, glaube ich, eher meint, ist, wie es, also wenn ich jetzt, also ich habe ein PhD in Zellbiologie gemacht, ja, jetzt kann ich gut klonieren, ich habe vielleicht irgendwas mit RNA-Enzymen oder irgendwas gemacht und bin jetzt aber nicht direkt in dem Projekt gewesen und jetzt settle ich so ein bisschen um, wie, also bei euch ist Also, es schon eher alles aus der Arbeitsgruppe rausgebildet worden, oder? ja, aber das Kontingent ist jetzt aufgeschöpft. Wenn wir noch mehr Leute einstellen, ist die Arbeitsgruppe weg. Na. Wir stellen auch, also wir suchen gerade spezifisch nach Leuten mit Kloniererfahrung, Zellkulturerfahrung. Wenn du da Erfahrung drin hast, super. Wenn du Erfahrung im Moment für uns, weil wir alle ziemlich akademisch sind, ist es auch noch wichtig, dass wir jemanden finden, der vielleicht auch schon Erfahrung in der Industrie hat. Also zurzeit suchen wir nach mehr Leuten mit Industrieerfahrung, aber prinzipiell brauchen wir Leute, die klonieren können, die gut in Zellkultur oder sowas sind. Und ja, also da kann man schon auch, obwohl ihr noch nie mit Rekombinasen oder so gearbeitet habt, definitiv einsteigen. Wir haben einen Wissenschaftler, der kümmert sich mehr um die In-vivo-Sachen und der hat vorher viel mit Mäusen gearbeitet und so. Und wir brauchen jemanden, der hat noch nie mit Rekombinasen gearbeitet oder auch nicht viel kloniert oder so und der ist dann zu uns gekommen. Also wir suchen schon nach einer bestimmten Erfahrung und da kann man auch viel lernen. Aber zurzeit, ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, was für ein Zeitraum von Startup man so spricht, ist schwierig zu sagen. Aber ja, man kann schon auch ein bisschen quer einsteigen. Nicht zu viel, weil wir sind alle super beschäftigt und wir können auch nicht jemanden komplett umtrainieren. Das bringt uns auch nichts, aber prinzipiell, wie gesagt, ein Physiker, jemand, der nichts mit Rekombinasen am Hut gehabt hat, haben wir auch. Also es geht schon. Okay. Jetzt eben ist es bei dir wieder ein bisschen speziell. Die Frage ist natürlich aber trotzdem wichtig und vielleicht kennst du andere Leute aus dem Bereich. Wie findet man denn am besten ein Startup? Also
Ich habe das Glück, dass ich auf unser Campusgebäude ist voll mit Startups. Also ich kenne diverse Startups und ich weiß, was die machen, wie es so läuft. Das ist immer am besten, wenn man irgendwie so peripher damit was zu tun hat. Aber logischerweise, die meisten Leute, die sind in der Uni, die sind wirklich in der Uni. Also da sind keine Startups rundherum. Die Startups sind dann meistens ein bisschen außerhalb oder in München zum Beispiel, am Biozentrum. Da gibt es ja auch so ein Startup-Hub, aber das ist dann halt 500 Meter. Da hat man dann nichts mit denen zu tun irgendwie. Ist ein bisschen schwierig. Also Klar, also. wäre vielleicht ein ganz guter Tipp dann, Nähe der Unis gibt es oft Gründerzentren. Genau. Ihr könnt auch einfach mal gucken, es gibt ganz viele, auch in den verschiedenen Bundesländern gibt es viele so Cluster Development. Die heißen oft Biotechnologie Cluster Development. Sowas in der Art, das sind auch GmbHs, die sind aber staatlich betrieben und die sind eigentlich nur da, um Ausgründungen zu betreuen. Also wenn man eine junge Firma ist, dann geht man zu einem Cluster Development und der Staat gibt einem da alles an die Hand. Dann hast du da eine Beratung, dann kriegst du da Patentanwälte, wo kriege ich Laborflächen her? Du gehst am besten noch zum Gründerzentrum und lässt dich da noch beraten. Das sind gute Adressen und die haben Gründerzentrum dann. ist sehr gut, ja. Da sind wir auch mit involviert gewesen und die haben bestimmt auch Informationen, sowas. Nachrichten zum Beispiel, also neue Startups, die gegründet werden. Zum Beispiel der technische Assistent, der mit mir arbeitet, der ist irgendwie über Nachrichten darauf aufmerksam geworden. Stellenanzeigen natürlich, also wir benutzen auch, weiß ich nicht, Jobvector oder so, LinkedIn und so. Da wird oft was ausgeschrieben für Positionen und so und dann muss man sich halt auch. Genau, und die Gründerzentren und Cluster Development Firmen, die haben oft auch noch Ausschreibungen. Und gerade so kleine Firmen gucken dann oft nach regionalem Personal, weil die siedeln sich oft auch in der Region an, wo sie wissen, da gibt es gute Leute. Also in München gibt es viel Proteinbiochemie, weil viele TUler da sehr gut sind drin, siehe auch Roche Campus. Also das ist schon teilweise regional sehr unterschiedlich, aber da könnt ihr auf jeden Fall gut gucken. Ich denke, jetzt machen wir mal noch eine Frage, bevor wir mit der Lisa weitermachen. Wir machen dann die Fragerunde am Schluss noch weiter. Das ist die Frage, würdest du sagen, dass man in einem Startup anderen psychischen Druck hat, da man eventuell größere Verantwortung für den Erfolg des Unternehmens hat? Ja. Okay. Vielleicht noch, kann ich noch kurz was dazu sagen. Definitiv anders als in der Uni. Also in der Uni bist du immer mehr auf dich selber. Du hast dein Projekt und, also zumindest im PhD, du hast dein Projekt und bist selbstverantwortlich dafür. Du machst dir selber Druck. Beim Startup oder in der Industrie generell. Ist es anders. Also da bist du viel mehr involviert mit allen Projekten und du musst halt für andere quasi arbeiten. Der Druck ist anders. Es ist nicht ein großes Projekt, was dich überwältigt. Es sind so viele kleine Sachen, die so auf dich zukommen. Und ja, das mit, ob ich jetzt beitrage zum Erfolg der Firma, ich denke da irgendwie nicht so drüber nach. Vielleicht bin ich auch nicht so einer, der so, weiß ich nicht. Aber das finde ich eine ziemlich interessante Frage. Die wird Lisa dann vielleicht auch direkt während ihres Vortrags schon vielleicht auch mit beantworten können, weil ich denke, das ist schon ein zentrales Thema. Aber das können wir vielleicht nachher dann auch nochmal zu dritt diskutieren. Wunderbar, Lisa. Dann würde ich sagen, hören wir mal, was du zu sagen hast. Könnt ihr meine Folien schon sehen, die ich geteilt habe, oder? Die waren ganz kurz da und Ah. dann wieder nicht mehr. Jetzt, So, perfekt. jetzt. Okay, kleine Vorwarnung, die Präsentation wird jetzt etwas anders. Und zwar, ich arbeite in einem kleinen mittelständischen Unternehmen und ich habe gerade gesehen, es gibt schon viele Unterschiede, auch hier wieder zu Startups, aber auch zu Konzernen. Ich arbeite als Gruppenleiterin bei der Firma Microcope Biotechnologie.
Und vorab, ich habe manchmal in meinen Folien die männliche Version verwendet oder es wird mir vielleicht auch passieren. Natürlich ist immer männlich, weiblich, divers gemeint. Genau, ich bin Gruppenleiterin bei MicroCo Biotechnologie. Die Firma befindet sich im Bernried am schönen Starnberger See, südlich von München. Und ich arbeite im Bereich Laborservices, Clinicals und Preclinicals. Ich habe sehr ähnlich wie der Simon und der Lukas auch in München studiert. Ich habe meinen Bachelor in Biologie an der LMU in München gemacht, dann auch meinen Master Biologie an der LMU in München und an der NTU in Singapur. Während dieser Zeit habe ich damals als Werkstudentin im Labor Becker und Kollegen gearbeitet. Das ist ein Diagnostiklabor, was dann tatsächlich später relevant wurde in meinem jetzigen Job. Hätte ich nicht gedacht, dass ein Studentenjob später so relevant ist. Und auch während meinem ganzen Studium war ich Tutorin und habe verschiedene Praktika an der Universität betreut. Ich habe dann auch an der LMU in München in Biologie promoviert, genauer in Zellbiologie. Mein Thema war die Zellteilung und ich habe sehr viel Live-Cell-Mikroskopie gemacht, Immunoassays, Proteinaufreinigung und auch das begleitet mich bis heute. Dann 2021 war ich fast fertig mit meinem PhD. Ich bin so eine Kandidatin, ich muss dann noch fertig schreiben ohne Bezahlung. Aber das war kein Problem, es war ja eh Corona. Und ich hatte dann auch Zeit, mir langsam Gedanken zu machen. Und ich rate jedem, macht euch frühzeitig Gedanken, weil ich wusste nicht so wirklich, wo will ich hin. Ich wusste, ich will auf jeden Fall in die Industrie wechseln, von An Akademie in die Industrie. Aber ich konnte mir unter sehr vielen Stellenbeschreibungen einfach nichts vorstellen, was man genau da macht, weil es doch so anders ist. Und deshalb habe ich dann ein Seminar angefangen, das heißt Life Science Management an der ATV in München. Das ging 4 Monate und da kommt man theoretisch die verschiedensten Bereiche der Pharma- und Biotech-Industrie kennenlernen, die verschiedensten Jobprofile. Und währenddessen habe ich auch gemerkt, okay, ich will nicht einen reinen Bürojob, ich will immer noch mit Labor zu tun haben, aber ich mag schon gern zu organisieren, mit anderen zu kommunizieren und zu planen. Und dann hatte ich damals die Stelle als Projektleitung bei MicroCo gesehen, dass es ein Testlabor ist, dass man immer noch Laborbezug hat und war dann sehr glücklich, als ich hier anfangen konnte 2021. Ja, jetzt bin ich seit 2 Jahren da und wurde mittlerweile als Gruppenleiterin befördert. Das ging hier in diesem Unternehmen dann auch doch sehr schnell. Kurz zum Hintergrund unserer Firma. Wir sind eigentlich schon ziemlich alt, aber immer noch ein mittelständisches Unternehmen. Gegründet wurden wir 1992 als Spin-off von Boehringer Mannheim. Und die Haupttechnologie damals war Beschichtung von Mikrotiterplatten. Und man kann sich das wirklich so vorstellen, dass zwei Personen da in der Garage standen und noch selber das beschichtet haben per Hand und so ungefähr in den Ofen gestellt haben. 1995 wurde dann schon die Proteinchemie-Sparte gegründet, in der Aufreinigungen und Modifikationen von Antigenen und Konjugaten gemacht werden. Dann 3 Jahre später wurde eine weitere Sparte gegründet, der Laborservice, in dem auch ich arbeite. Und im Laborservice werden Assays entwickelt und validiert und analytische Dienstleistungen für Diagnostikindustrie und Pharmaindustrie durchgeführt. Dann fast 10 Jahre später wurde bei MicroCo begonnen mit Probentestungen im Rahmen klinischer Studien, klinischer Medikamentenstudien. Und 2 Jahre später wurde daraufhin auch MicroCo als GLP-Testfacility registriert. GLP bedeutet Good Laboratory Practice und das ist ein System, Qualitätsanforderungen. Genau, da hat es dann eben begonnen, wirklich regulierte Bioanalytik hier durchzuführen. Und 2 Jahre später hat man auch mit Biomarker-Dienstleistungen, auch hier Validierung und Probentests begonnen. Dann kam noch die Pharma-QC-Services hinzu. Das bedeutet, wir wurden Vertragslabor für Endotoxin-Recovery-Studies und 2019 dann auch zum GMP-Labor.
Letztes Jahr hatten wir schon unser 30-jähriges Jubiläum und vor 2 Wochen war so ein weiterer Meilenstein, war die FDA zu einem Audit bei uns hier und wir haben es erfolgreich abgeschlossen. Das hat alle Mitarbeiter sehr gefreut. Wenn man so die Mitarbeiterzahlen jetzt mit dem Startup vorhin vergleicht, sind wir fast 10-mal so groß, gehören aber immer noch zu einem mittelständischen Unternehmen. Wir haben insgesamt 223 Mitarbeiter und die sind auf die verschiedenen Bereiche aufgeteilt. Im Laborservice, wo ich arbeite, haben wir insgesamt 72 Mitarbeiter, sind aber dann nochmal in verschiedene Technologien unterteilt. Wir haben 3 Geschäftsführer. Und wir arbeiten, wie schon erwähnt, unter verschiedenen Qualitätssystemen, zum Beispiel ISO 9001 oder ISO 13485, GLP Good Laboratory Practice und GMP Good Manufacturing Practice. Wir arbeiten nach dem Businessmodell B2B, das heißt kundenspezifische Lösungen. Wir bringen nicht selbst auf den Markt, sondern wir stellen das für unsere Kunden her. Produkte, die wir herstellen, haben nicht unseren Namen, sondern da ist das Label des Kunden drauf. Und wir sind genau in 3 Bereichen aufgeteilt. Contract Manufacturing ist die Produktion. Dort wird auch heute noch Plattenbeschichtung gemacht, aber Lyophilisation, Kitproduktionen, Abfüllungen und verschiedene andere Sachen. Dann haben wir einen zweiten Bereich, der ist das spezifische Entwicklung. Hier werden Essays entwickelt, zum Beispiel LISA-Essays, zellbasierte Essays, Lateral-Flow-Essays, Speed-Based-Essays und noch einige andere. Und im Laborservice, wo ich arbeite, kann man sich schon vorstellen, ist natürlich Service ist gleich Dienstleistung, arbeiten wir auch für andere Kunden. Wir transferieren und validieren Essays und machen verschiedene Testungen, aber ich werde darauf jetzt gleich noch genauer eingehen. Hier oben seht ihr einen Zeitstrahl von Basic Research, Grundlagenforschung bis zur Marktzulassung. Und zwar geht es hier um die Medikamente. Hier unten im Zeitstrahl könnt ihr sehen, welche verschiedenen Qualitätsanforderungen es hier gibt. Natürlich bei Basic Research und Early Discovery ist alles noch explorativ, aber schon in GLP-Umgebung. Dann später in präklinischen Studien, das sind Tierstudien, wo bereits das Medikament Tieren verabreicht wird, arbeiten wir unter GLP. In klinischer Phase 1 bis 3, das sind dann die Phasen, wo das Medikament das erste Mal menschlichen Probanden verabreicht wird, arbeiten wir unter GCP. Und später, wenn die Medikamente produziert werden unter GMP. So, was machen wir da jetzt genau? In der frühen Entdeckung der Medikamente unterstützen wir unsere Kunden, transferieren Essays, helfen bei der Methodenauswahl und evaluieren und messen schon erste Proben. Dann in der frühen Phase und präklinischen Phase sowie klinischen Phase entwickeln wir mit Assays. Wir wählen aus, auf welcher Plattform wir die Immunoassays vermessen. Wir validieren Assays und machen dann natürlich Probenmessung von den Probanden. Tatsächlich, wenn wir dann hier in klinische Phase 1 bis 3 angekommen sind, hier geht es um Menschenleben, findet alles sehr reguliert statt. Das ist ein großer Unterschied zur Universität. Also es ist von hinten bis vorne reguliert, aber hängt auch damit zusammen, dass wir eine große Verantwortung haben. Und dann hier, um auf die Frage einzugehen, vorhin, wie groß der Druck ist, der psychische. Ich würde sagen, es ist bei uns sehr wichtig, weil wir wissen, dass Patientenleben dranhängen, dass man auch da ein gewisses Verantwortungsgefühl hat. Bei mir persönlich ist es weniger der Erfolg für das Unternehmen. Natürlich ist das jedem Mitarbeiter wichtig. Aber dass einfach hier alles reguliert läuft und die Patientensicherheit an oberster Stelle ist. Also wir entwickeln mit Assays, validieren die und machen dann im Nachgang Probenmessungen. Was sind so Probenmessungen? Zum Beispiel
PK, das bedeutet Pharmakokinetik. Da messen wir, wie hoch ist die Konzentration von einem Medikament, zum Beispiel im Blutserum eines Patienten. Immunogenitätsassay, das sind Anti-Drug-Antibody-Assays. Da schaut man zum Beispiel, haben Patienten Antikörper gegen das Medikament entwickelt und wie viele, wie hoch ist der Titer? Solche Anti-Drug-Antibodies können halt zu schlimmen Nebenwirkungen führen, bis zu Tod. Manches führt nur zur Unwirksamkeit des Medikaments, aber es ist sehr wichtig, das in klinischen Studien abzutesten. Zu Positionen, die wir bei MicroCoach haben. Wir wachsen sehr. Und das ist auch schön, da dabei zu sein in so einem wachsenden Unternehmen. Das hat ja auch der Lukas vorhin gesagt bei einem Startup, dass man da einfach dann mitgestalten kann, mitwächst. Und deshalb suchen wir auch immer wieder neue Mitarbeiter, zum Beispiel technische Assistenten. Technische Assistenten sind gelernte technische Assistenten, kann man aber auch nach einem Bachelorabschluss sich bewerben. Projektassistenten, das ist meist nach dem Masterabschluss, da hat man dann auch ein bisschen mit Projektverantwortung. Projektleiter, das sind meistens schon Personen mit Promotion, aber man hat auch eine Chance mit einem Master. Es kommt auch darauf an, welche anderen Fähigkeiten hat man oder hat man schon andere Erfahrungen gemacht. Und wir haben auch Gruppenleiterpositionen, wobei man hier sagen muss, dass man meistens als Projektleiter einsteigt, das Unternehmen, die Industrie kennenlernt und dann zum Gruppenleiter wird. Und die ganzen Positionen könnt ihr auf unserer Website direkt sehen und man kann sich direkt über ein Bewerbertool ganz einfach bewerben. Noch kurz zu meinen Aufgaben. Wie schaut so mein Alltag aus als Projektleiterin? Ich plane und koordiniere die bioanalytischen Projekte im Rahmen der präklinischen Studien. Das heißt, von Kommunikation mit Kunden, was müssen wir genau testen? Überschreiben der Prüfpläne und den ganzen Ablauf bis zum am Ende Bericht erstatten, hat der Projektleiter Aufgaben einfach um die ganze Koordination. Wir transferieren die Assays von den Großkunden zu uns. Wir optimieren dann zusammen mit dem Kunden die Immunoassays, dass sie auch wirklich funktionieren und wirksam sind. Dann validieren wir, weil nur mit validierten Assays darf man dann Proben messen, mit Patientenproben machen. Und bei mir zum Beispiel sind die Hauptmethoden ELISA und ECLIA. ECLIA findet an Großanalysern statt. Genau, dann messen wir eben Proben unter den Richtlinien. Der Projektleiter wertet dann die Daten aus, interpretiert sie im Kontext von Literatur und natürlich als Projektleiter muss man sehr viel kommunizieren mit Kunden, mit dem Laborpersonal, aber auch mit anderen Abteilungen. Man hat davon abgesehen von der ganzen Projektarbeit noch ein paar andere Aufgaben, die aber sehr schön sind. Man plant und setzt Qualitätsverbesserungsmaßnahmen um. Man schaut immer, wo ist noch Verbesserungsbedarf, wo können wir genauer arbeiten und unsere Qualität verbessern. Außerdem ist man involviert in der Erstellung und Prüfung von Vorgabedokumenten. Da wir reguliert haben, arbeiten, haben wir sehr viele Vorgabedokumente und alle Geräte und Softwares, die wir verwenden, kann man nicht einfach wie an der Uni so verwenden, sondern es muss alles qualifiziert sein und wirklich den Anforderungen entsprechen. Es ist aber auch sehr interessant, diese Geräte und Softwares zu qualifizieren und validieren und sich zu überlegen, was brauchen wir wirklich. Und das gehört auch zu den Aufgaben vom Projektleiter. Jetzt kamen dann dieses Jahr bei mir noch ein paar Aufgaben hinzu, die mir sehr Spaß machen. Als Gruppenleiter hat man bei uns in der Firma trotzdem noch die Projektverantwortung, koordiniert aber die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, überlegt sich die Weiterentwicklung von Mitarbeitern, einfach Stärken, Schwächen, wo können sich Mitarbeiter hinentwickeln. Man leitet sein Team disziplinarisch und man versucht, viele übergeordnete Prozesse zu optimieren und hat da auch sehr viel Mitspracherecht. Ich dachte mir, ich mache jetzt noch so eine Aufstellung, Vorteile, Nachteile von einem mittelständischen Unternehmen. Ich denke, auch Startup zählt dann da mit rein.
vor allem gegenüber einem Großkonzern. Also in einem mittelständischen Unternehmen und ich denke auch in einem Startup kann man einfach sehr früh Verantwortung übernehmen und vielleicht auch schnell befördert werden, wie man bei mir sieht, und sehr viel Mitspracherecht bekommen. Man hat ein vielfältigeres Aufgabengebiet, weil es nicht wie in Konzernen jetzt sehr viele Spezialisten gibt. Und das ist, was mir auch sehr gut gefällt, dass ich bei einem Projekt wirklich von Anfang bis zum Ende mit dabei bin. Dann haben wir hier jetzt in Bernried einen Standort. Das heißt, es ist eine sehr persönliche Atmosphäre. Obwohl wir schon 200 sind, kennt man fast jeden Mitarbeiter. Und der direkte Kontakt in andere Abteilungen ist dann auch sehr einfach. Mittelständische Unternehmen haben meist wie Startups immer noch flache Hierarchien und es gibt viel Möglichkeit zur Mitgestaltung. Was es vielleicht weniger mittelständischen Unternehmen gibt, aber ich will da nicht alle über einen Kamm scheren, sind Aufstiegschancen. Aber natürlich wachsende mittelständische Unternehmen, die sich weiterentwickeln, da kann man auch natürlich noch weiter mit aufsteigen. Und teilweise gibt es einfach in Startups und mittelständischen Unternehmen ein niedrigeres Gehalt als in Großkonzernen. Für mich persönlich überwiegen ganz klar die Vorteile. Mir ist es auch sehr wichtig, das Arbeitsumfeld. Und es ist sehr familiär unter uns und das gefällt mir eigentlich am besten hier. Genau, hier ist der Starnberger See, die Bayerischen Alpen und hier ist Bernried, hier ist unsere Firma. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schießt gerne los. Super gut, vielen Dank, Lisa. Diesen Ausblick genieße ich auch sehr oft. Ja, also hier arbeiten ist wirklich sehr schön. Für alle, die irgendwie aus der Gegend kommen oder hierher ziehen wollen. Ja, ich würde sagen, Lukas war ganz fleißig und hat während deines Vortrags auch einige Fragen noch beantwortet. An alle, die ihre Fragen jetzt unter den offenen Fragen nicht mehr finden, ihr findet die Antworten von Lukas jetzt unter beantwortet. Schaut da einfach nochmal rein. Genau, da waren auch ein paar Doppelte, die habe ich rausgeschmissen. Also die Fragen nach dem Gehalt und so, die hatten wir geklärt. Genau, jetzt das zum psychischen Druck, würde ich sagen, das hat Lisa jetzt auch ganz gut aufgenommen, direkt in ihrem Vortrag, die würde ich auch mal rausnehmen. Die erste Frage, die mir jetzt ins Auge sticht, die vielleicht ganz interessant ist, ihr habt beide 40 Stunden, Wochenstunden, ganz normale Arbeitsverträge. Die Frage, wie viele Stunden die Woche sind im Startup oder KMU realistisch, das klingt ein bisschen so, als müsste man, also klingt für mich so, als wäre die Frage, muss man viele Überstunden machen? Das kann die Person vielleicht auch nochmal selber bei der Frage kurz kommentieren, aber ja, also könnt ihr sagen, ja, nein, habt ihr geregelte Arbeitszeiten? Also ich kann sagen, das Gute an einem mittelständischen Unternehmen ist eine Stempeluhr. Man stempelt ein und aus und jede Minute wird bei uns berechnet. Wir machen natürlich Überstunden, es sind Projektarbeiten und jeder kennt es aus der Uni. Manchmal müssen Dinge fertig werden und dann macht man mal Überstunden, aber wir haben immer die Möglichkeit, die auch wieder abzubauen. Und tatsächlich ist es bei Microcode auch so, wenn Leute sagen, sie wollen nicht 40 Stunden arbeiten. Ich muss sagen, als Projektleiter, wir haben Kunden in aller Welt, ist 40 Stunden schon eigentlich sehr wichtig, dass man die arbeitet. Aber als Projektassistent oder technischer Assistent könnte man auch in Teilzeit bei uns beginnen. Also es ist kein Muss. Okay, das ist vielleicht noch eine gute Zusatzinfo. Danke. Lukas, also, ich arbeite auch 40 Stunden, wobei ich sagen muss, bei uns gibt es keine Stichuhr oder so, da wird es mal mehr und manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger, aber ich glaube, es geht eher so in die Richtung mehr, weil man halt Sachen fertig machen will und ja, ein bisschen vielleicht mehr an der Uni mit dem Doktor vergleichbar, wo man auch Sachen fertig machen will. Aber tendenziell kann man bei uns auch für weniger arbeiten und so hatte ich die Frage auch verstanden. Also kann man zum Beispiel auch eine 30-Stunden-Woche machen und wir hatten oder wir haben auch Angestellte, die vielleicht auch nur 30 Stunden arbeiten oder so. Es geht schon auch. Wobei, ich glaube, es ist so ähnlich wie bei der Lisa. Als Projektleiter kann es, glaube ich, eher schwieriger werden mit sowas.
Sind dann mehr so die technischen Assistenten und die Labormanager, die dann reduzierte Arbeitszeit haben und dann auch versuchen, die so zu arbeiten, wie, also so viele Stunden, wie halt angebracht ist. Okay. Super. Dann eine wichtige Frage, die auch sehr oft kommt. Ich denke, da könnt ihr beide auch ganz kurz was dazu sagen. Wenn man im Unternehmen aufsteigt, nimmt dann die Menge an Laborarbeit ab? Kann man aufsteigen und trotzdem weiter Laborarbeit betreiben? Also bei uns ist das sehr individuell. Auch ich musste am Anfang als Projektleitung sehr viel ins Labor, weil ich muss ja erstmal die Essays und alles kennenlernen, bevor ich meinen Kunden erzähle und alles plan. Und dann aber hat das sehr abgenommen. Aber ich bin bis heute mit den Leuten im Labor im Kontakt, plane die Durchführungssachen und wenn es um Troubleshooting geht, gehe ich immer noch ins Labor. Aber als Projektleiter ist es sehr wenig. Wenn man jetzt bei uns als technischer Assistent oder Projektassistent einsteigt, hat man sogar die Wahl und kann sagen, also technischer Assistent ist circa 80% Labor, aber man kann sich auch weiterentwickeln als Projektassistent und weniger Labor machen. Und als Projektassistent haben wir Leute, die sagen, ich liebe Labor. Manche sagen, sie lieben die Qualifizierung von Geräten. Und manche wollen dann doch wirklich mehr in Projektarbeit sein. Und das ist sehr individuell, wo halt die Stärken liegen. Ich glaube, je weiter man nach oben geht, desto weniger hat man mit dem Labor zu tun. Es ist also zumindest bei uns definitiv so. Die eine Direktorin von uns, die arbeitet immer noch im Labor, aber die hat immer weniger Zeit dafür. Also je mehr Verantwortung sie quasi übernehmen muss für Projektplanung und so weiter, desto weniger Zeit hat sie dafür. Aber es ist genauso wie Lisa sagt, du bist. Die Arbeit ist im Endeffekt im Labor und du musst die halt irgendwie organisieren und auch Projektplanung machen oder Labor, Experimentalplanung oder sowas. Also ich spreche regelmäßig mit Leuten im Labor, wie jetzt Experimente gemacht werden. Und ich spreche mit denen, weil ich Erfahrung mit diesen Experimenten habe. Also wenn du jetzt bei uns anfangen würdest als Projektleiter, würdest du garantiert auch erstmal ein bisschen im Labor arbeiten, um zu verstehen, was wird hier überhaupt gemacht, damit du auch gute Ratschläge geben kannst. Und ja, ich denke so, wenn man neu ist, fängt man definitiv ein Labor an, aber es wird dann mit der Zeit immer mehr Nicht-Laborarbeit. Ja, und ich denke, das ist vielleicht aus der Perspektive von jemand, der gerade noch studiert, vielleicht auch gar nicht, weil man freut sich, wenn man dann endlich mal im Labor sein kann und so. Aber wenn man dann erst mal ein paar Jahre promoviert hat, dann ist man, also ich habe auch immer gerne Laborarbeit gemacht, aber man ist dann auch tatsächlich mit Koordinierung von Projekten total happy. Das kann man sich am Anfang manchmal gar nicht so vorstellen. Aber ich denke, das kommt dann mit der Zeit, dass man eben, wie du vielleicht auch sagst, so im Kopf ist man im Labor, aber man muss es nicht mehr selber machen und ist dann vielleicht auch froh. Okay, dann kurze Frage, denke ich, die ist schnell beantwortet. Kann man in kleinen mittelständischen Unternehmen oder Startups promovieren? Also habe ich bisher nicht gehört. Lisa, hast du, habt Es gibt ihr? bei uns ein, zwei Fälle, die promoviert haben, aber es ist ganz selten und auch sehr schwierig bei uns, da wirklich eine Stelle zu kriegen. Also eher nicht und eher Und schwierig. ja. Und im Startup? Ja, genauso. Also es ist eine schwierige Sache, einfach, wie ich schon gesagt hatte, Confidentiality und so, alle Ergebnisse, die du machst, die dürfen das Startup nicht verlassen. Also die müssen ein Patent rein. Und dann dürfen sie das Startup verlassen, aber bevor nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Wir hatten jemanden da, der möchte PhD machen und der wird uns verlassen müssen, weil wir können einfach keinen guten PhD anbieten. Auch wenn der mit einer Uni zusammenarbeitet, dass er mit unserer alten Gruppe den PhD macht und dann einfach mit uns arbeitet, es geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es ist nicht gut für ihn und es ist nicht gut für uns. Okay, und dann die gleich daran anschließend. Ich denke, das passt zu den letzten zwei Fragen ganz gut. Wie ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familiengründung in Startups und KMU? Kann da nichts dazu sagen. Ich habe keine Familie gegründet und ehrlich gesagt, bis ich meinen Doktor fertig hatte, habe ich auch überhaupt nicht über sowas nachgedacht. Es Also ich geht denke. also.
Ihr hattet schon ein bisschen Einblick in die Richtung gegeben wegen Wochenarbeitszeiten. Ich denke, das geht schon in die Richtung, kann man auch Halbtag arbeiten. Da hattet ihr schon gesagt, dass Projektassistenten und Laborkräfte das machen können. Aber in den Bereichen, wo ihr seid, sind einfach 40 Stunden gesetzt. Und ich meine, das ist ja dann immer Interpretation von den Leuten, was sie sich darunter vorstellen. Lisa, magst du noch was dazu sagen? Ja, gern. Also es wäre halt schwierig anzufangen in Teilzeit als Projektleiter, weil du musst eingelernt werden in so einem Unternehmen. Wir haben aber tatsächlich Gruppenleiter, die dann nach ein paar Jahren Kinder bekommen haben und die jetzt dann nach ihrer Elternzeit viel aus dem Homeoffice arbeiten und ein bisschen mit reduzierten Stunden. Aber am Anfang wird eigentlich schon erwartet, dass man 100% da ist. Ja. Also wir haben auch Leute mit Kindern und die kriegen das hin, aber es ist auch, die müssen auch Homeoffice machen und da muss dann ab und zu mal sind sie dann nicht da und so. Das Genau. ist, geht, man kann es drin hinkriegen, aber es ist auf jeden Fall schwieriger, ja. Ja, und ich denke, wenn man erstmal ein bisschen gesättelter ist, dann eben, dann ist das was anderes, wie wenn man jetzt einen Job anfängt und genau, und dann nach einem Jahr reduzieren möchte, ist vielleicht schwierig. Okay, dann gleiche Frage noch an die Lisa. Wie hoch ist das Gehalt? Du hast ganz kurz gesagt, also du musst jetzt auch keine genaue Zahl nennen. Du hast gesagt, dass man in KMU ein bisschen weniger verdient. Jetzt wie zu, zum Beispiel, wenn man zu den ganz Großen geht, es wird da trotzdem bestimmt ein bisschen mehr als ein Postdoc-Lohn raus springen. Magst du eine grobe Richtung angeben? Ich darf das tatsächlich nicht. Okay. Und, nee, aber, ja. Nee, aber, nee, Postdoc-Gehalt und was ich sagen muss, was sehr wichtig ist, nach 2 Jahren bin ich hier aufgestiegen und mit jedem Aufstieg kriegt man einfach sehr viel mehr. Auch bei uns gibt es Boni. Genau. Ja. Okay, dann vielleicht noch eine ganz interessante Frage auch zum Berufsalltag nochmal an dich, Lisa. Gab es Persönlichkeitstrainings oder Mentoring beim Aufstieg zur Projektleiterin oder zur Gruppenleiterin? Eben weil du halt auch, also hier steht, gerade wenn als Gruppenleiterin disziplinarische Maßnahmen möglich sind, wie läuft es bei euch? Also da war ich sehr glücklich drüber, das habe ich mir auch gewünscht und ich hatte ein Führungskräftetraining. Ich meine, als Doktorand hat man viele Studenten betreut, aber einen Studenten betreuen, der einen Abschluss machen will oder jemand, der einfach seinen Job nur machen will, ist ein großer Unterschied. Menschen sind verschieden und es gab für mich da schon jetzt auch noch viel zu lernen. Ich bin auch immer noch in dem Prozess und das finde ich auch ganz toll und ich muss sagen, deshalb Gehalt ist nicht alles für mich. Ich nehme da auch richtig persönlich was mit und ich hatte ein Führungskräftetraining, was mir sehr wichtig war. Ja. Okay, super, danke. Jetzt nochmal zu den Beweggründen. Ich meine, Lukas, dir ist das, wenn ich das so salopp sagen darf, ein bisschen in den Schoß gefallen. Du hast einfach halt ein super Projekt für dein PhD rausgesucht. Aber also generell, was war, oder vielleicht auch an dich die Frage, Lisa, was war deine Inspiration? Wieso hast du dir ein KMU ausgesucht und hast jetzt nicht gesagt, boah, ich gehe zu Roche nach Penzberg? Da sind die Berge auch nah und schön. Genau, die waren ja sogar auf, Penzberg war ja sogar eingezeichnet neben Bernried, das ist ganz in der Nähe. Eben genau dieser Punkt, ich glaube, dass für einen Berufseinsteiger ein mittelständisches Unternehmen ganz angenehm ist, weil das kleiner ist und man einen einfacheren Einstieg hat als in den großen Konzern und ich tatsächlich mir damals schon gehört habe, dass man halt auch leichtere Aufstiegschancen hat und vielleicht schneller Verantwortung übernimmt und das fand ich ganz ansprechend. Gut, dann kommt die Frage nach dem Verdienst eines PhDs. Ah, Lukas, du gibst gerade was ein. Ich wollte gerade den TVÖD-Rechner dort copy-pasten. Ein PhD kriegt ein E13-Gehalt. Man fängt an bei Stufe 1 und davon kriegt man 65%. Ich weiß nicht, was das heutzutage sind. Es reicht zum Leben.
1300 oder so. Wie viel? 1300, 1200? Nee, nee, netto Für meinst fünf? du? Für Nee. Sind es eher Es 1800? ist mehr, es ist mehr. Es sind, also 1800. netto sind es, Ja, glaube für ich, 65. genau, Für sind es, also, 65 sind 1800 bis genau, das. 2000 so. Aber für 50 sind so was 1400 Also generell sollte im man Monat. sich überlegen, ob man eine 50%-Stelle anfangen möchte. Ja, genau. Da sind 65% schon zu wenig. Vor allem in München. Ja. Aber wir können sagen, danach verdient man auf jeden Fall mehr. Ja. Okay, dann zu den Voraussetzungen. Promotion hatten wir gerade vorhin schon, ist immer wieder ein Thema. Also würdet ihr auch sagen, als Projektleiterin oder als Projektleiter, egal bei KMU oder Startup, ist eine Promotion schon zu empfehlen? Könnt ihr das Statement somit ja beantworten? Ja. Im Moment ja. Okay. In der Zukunft vielleicht nicht mehr so sehr, aber ja. Okay, ja, wir haben da auch mehrere Abende. Das vom 16. Mai könnt ihr euch mal anschauen. Das ist noch auf masterbio.de. Da sind wirklich Direktoren von Merck, Wacker und Boehringer Ingelheim. Die haben dazu auch gute Antworten. Es kommt einfach, also man kommt inzwischen leichter da rein, wo man früher nur mit PhD reingekommen ist. Aber es gibt halt ein bestimmtes Level im Management, da ist dann irgendwann Ende. Und wenn man wirklich hoch hinaus will, muss man promovieren. Davor erleichtert es einem manchmal einfach den Weg. Man sollte sich aber immer bewusst sein, welchen Schritt man da geht und dass das schon ein paar Jährchen dauert. Und wenn man jetzt nicht der Typ dafür ist, dann doch vielleicht nochmal überlegen. Okay. Gut, ist dein Wiedereinstieg in die akademische Forschung nach dem Wechsel in die Industrie erschwert? Ich denke, das ist eine schwierige Frage. Hat niemand hier der Anwesenden je gemacht? Machen, glaube ich, generell auch wenig Leute. Passiert aber mehr mittlerweile. Also ich habe jetzt schon Okay. vor allem auf Twitter gesehen, dass Leute, also entweder, nee, falsch rum. Ich habe gesehen, dass jemand, der Professor ist, Gruppenleiter, dann irgendwann in die Industrie gegangen ist, was auch ungewöhnlich ist. Ich glaube, die Leute gehen selten zurück, dass das sehr selten Ja, vorkommt. es lohnt sich finanziell einfach nicht mehr. Ja, und ich denke, wenn man den Schritt erstmal gewagt hat und wenn man, also es ist oft so, man arbeitet in der Akademie und kann sich was anderes gar nicht vorstellen. Ich war einer dieser Kandidaten und dann lernt man was Neues kennen und geht da auch total auf. Ja. Da, ja, ich denke, da, also wenn man in Akademie ist, und da erfolgreich ist, dann denke ich, geht man jetzt nicht irgendwie am nächsten Tag irgendwie denkt man, oh ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal in die Industrie und ja und an also und andersrum, wenn man Ich will erstmal nicht ist, zurück. ja. Ich Okay, auch nicht. kannst du, Lukas, kurz was dazu sagen, wie viel ungefähr die Projektassistenten bei euch mit Masterabschluss verdienen? Weißt du das? Projektassistent. Genau, weil du hattest erwähnt, Also technische Assistenten quasi. Das sind genau. bei uns halt, ja, wir haben nur Laboranten sozusagen, die nennen wir technische Assistenten. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Okay, ne, ist auch gut. Dann ist eine Frage, ob nee, das hattest du eigentlich auch schon beantwortet, Lukas. Es sind nicht heute nicht mehr alle Leute, die bei euch arbeiten, aus deinem vorherigen Labor. Also ihr habt auch Leute, die eingestiegen sind. Ja. Ich würde sagen, so 60% sind aus dem vorherigen Labor und 40% sind neu. Und Anfang nächsten Jahres ist es wahrscheinlich 70% neu und 30% alt. Ja.
Okay, dann kommen Jobbörsen. Also wo findet man am besten Stellenausschreibungen? Ich bin viel bei Karrieremessen und deswegen nehme ich einfach mal die Frage. Der Platzhirsch ist definitiv Jobvektor im Life Science Bereich. Da werdet ihr die meisten Jobs finden. Ich finde das Portal von Zeit Online, Academics heißt es, auch besonders gut. Da kann man sich schöne Suchmasken anlegen und kriegt dann auch wöchentliche so Digests. Was auch gut ist, das hatten wir vorher oder hatte ich vorher auch schon mal kurz erwähnt, schaut gerade wenn ihr an so kleineren, mittleren Sachen interessiert seid, schaut bei euch in der Region nach diesen Bio-Cluster-Development-Organisationen. Die heißen immer ein bisschen anders. Da müsst ihr einfach mal so ein bisschen rumgoogeln. Da findet ihr auf jeden Fall was dann bei den Gründerzentren. Die haben oft so eine ganz kleine Sparte irgendwo, Jobs in der Nähe. Die suchen meistens sehr regional, wie gesagt. Genau, weil es fliegt jetzt einem auch nicht auf LinkedIn ständig alles entgegen, gerade wenn man erst fertig ist mit dem Studium. Okay, jetzt kommt gerade noch eine sehr interessante Frage rein. Habt ihr unbefristete Arbeitsverträge? Wie sind denn da die Situationen? Gut, dass die noch kommt. Also ich hatte am Anfang einen befristeten Arbeitsvertrag auf 2 Jahre. Mir wurde aber schon gesagt, dass in 99% bei uns Leute verlängert werden, weil wir eben ständig wachsen. Ich habe mittlerweile einen unbefristeten. Ich weiß, dass teilweise technische Assistenten und Projektassistenten von Anfang an unbefristet sind. Mein Tipp, den ich damals im ATV-Seminar bekommen habe, ist gar nicht so danach zu schauen, weil wenn man einen guten Job macht, dann wird man behalten oder man hat nach 2 Jahren auch so gute Erfahrungen, wenn man erstmal den Schritt in der Industrie drin hat, dass man auch was anderes finden würde. Also ich würde nicht grundlegend einen Job ausschließen, nur weil er unbefristet ist. Ich sehe das auch so. Also ich bin auch unbefristet, was natürlich auch daran liegt, dass die mich vorher schon kannten. Aber ich bin mir auch sicher, dass die meisten bei uns unbefristet eingestellt werden, weil wir einfach wachsen und wir mehr Personal brauchen und wir kein Interesse haben, irgendjemanden gehen zu lassen, der schon Sachen machen kann, die wir brauchen. Und deswegen denke ich auch, in den meisten Fällen wird es irgendwann unbefristet werden. Und ganz ehrlich, wenn du einen befristeten Vertrag hast und du bist in der Firma und da läuft es nicht gut, willst du da eh raus. Also wenn es da gut läuft, dann wollen die dich auch nicht loslassen. Das funktioniert dann schon irgendwie. Und selbst wenn Projekte enden, dann schaut man, dass man dich auf ein anderes Projekt bekommt und behält. Wenn du gute Arbeit machst, Ja. wird dich in der Branche fast niemand gehen lassen. Genau, also das kann ich auch nochmal betonen. Viele Leute, die aus dem akademischen Bereich kommen, das ist so ein typisches Ding, was man an der Uni sagt. Ich verdiene wenig, ich habe einen befristeten Arbeitsvertrag, ich will da jetzt raus. Tatsächlich Befristung. Klar, wie viel Sicherheit braucht man im Leben? Das ist immer die Frage. Würde ich jetzt auch keinen Job ausschließen, nur weil er befristet ist? Weil oft ist es, wie die beiden gerade gesagt haben, wenn man den Fuß erstmal in der Tür hat, und wenn man gute Arbeit leistet, dann wird es dann auch belohnt. Okay, jetzt haben wir noch eine sehr spezielle Frage, weiß ich nicht. Beziehungsweise nutzt ihr agiles Projektmanagement, zum Beispiel Scrum im Startup? Weiß ich jetzt Also, nicht. ist so ein Thema, an dem wir gerade dran sind. Wir kommen, wie gesagt, aus der Uni und solche Erfahrungen sind gerade noch nicht wirklich da. Also, wir haben keine Expertise, was ich damit sagen will. Wir versuchen uns das mehr anzueignen, Personen mit Projektmanagement-Erfahrung zu bekommen und uns das auch selber anzueignen. Wie gesagt, wir verändern uns viel, wir wachsen und man lernt immer wieder was Neues. Und das ist halt einer der Dinge, an denen wir gerade dran sind. Okay. Und dann war vorher noch eine Frage, wie bist du zu deiner bioinformatischen Erfahrung gekommen? Das hattest du im Chat schon beantwortet. Bitte an die Person, die Frage nochmal gestellt hat, die ist bereits unter beantwortet.
Lukas hat bereits während seiner Bachelorzeit angefangen zu programmieren, war dann bei einem sehr genialen Prof hier an der LMU bei seiner Masterarbeit beim Wolfgang Ehnert und hat das da, glaube ich, ganz gut erweitern können. Das ist aber auch Gegenstand eines unserer nächsten Abende am 8. November. Kommen da gern vorbei oder an alle, die sich dafür interessieren. Ich denke, ah ja, genau, das wollte ich, jetzt kommt noch zum Glück die Frage, die machen wir noch. Lisa, du hattest einen sehr interessanten Punkt, und zwar, dass deine Werkstudentenarbeit dir später im Leben was gebracht hat. Wir haben ganz oft Leute, die fragen, wie kriege ich einen Praktikumsplatz, wie kriege ich einen Werkstudentenjob? Das ist auch tatsächlich ein guter Weg, um irgendwo Fuß zu fassen. Das ist auch tatsächlich ein guter Weg, um irgendwie in ein Startup oder in ein kleines Unternehmen zu kommen. Lisa, bitte sag doch mal, wie hast du das damals gemacht? Was sind deine Erfahrungen dabei? Also ich denke immer, wenn man neben Studium auch noch Praktisches außerhalb der Uni oder zumindest außerhalb des Studiums macht, ist es sehr hilfreich, weil vor allem, wenn man in die Industrie wechselt, denkt jeder, oh, der war ja nur an der Uni und hat nur Theorie gemacht. Und bei mir hat es zum Beispiel weitergeholfen in der Diagnostik, dass ich hier in der Firma einen Rundgang hatte und sofort gesagt habe, oh, diese Großanalyzer-Geräte kenne ich schon aus dem Diagnostiklabor, mit denen habe ich schon gearbeitet. War natürlich ein Plus, muss man nicht haben, aber ich denke immer, wenn man sagen kann, ich habe mit was schon gearbeitet, oder sei es nur ein Tutor, ein Betreuungsjob an der Uni. Da kann man auch sagen, ich habe Leuten was gelernt, beigebracht. Ich denke, man kann einfach immer mit Beispielen aufwarten, wo man schon mal praktische Erfahrung gesammelt hat. Genau, weil das fehlt ja oft im universitären Bereich, dass man einfach mal im echten Leben irgendwas getan hat. Und tatsächlich sagen wir das oder empfehlen wir das auch oft, einfach schaut euch früh um, probiert Sachen aus, macht nicht irgendeinen Job, sondern macht irgendwas, was relevant ist in eurem Feld. Auch Negativerfahrungen sind wichtige Erfahrungen, weil so kann man auch lernen, was man nicht möchte. Und genau, da sind auf jeden Fall solche Mini-Jobs oder Praktikanten oder wie auch immer Jobs auf jeden Fall zu empfehlen. Gut, jetzt haben wir alle Fragen abgearbeitet. Das finde ich ganz wunderbar. Ich bedanke mich bei euch beiden für die Offenheit, dass ihr hier einfach so über euer Leben und über euer Schaffen geredet habt. Das ist immer wieder schön zu sehen, was auch die Leute von früher jetzt so machen und ich dann da immer so ein bisschen zuhören darf auch. Ja, vielen lieben Dank und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Schönen Abend, danke. Danke, dir auch. Ciao, ciao. Ciao.